Sie alle leiden unter Migräne, so wie 18 Millionen Menschen in Deutschland. Meist betroffen Frauen. Als hätte ich wie so zwei Kugeln im Kopf, die gegeneinander preschen. Und dieses Geräusch, wenn die Kugeln gegeneinander knallen, das höre ich selber im Kopf. Und da weiß ich immer, okay, das ist jetzt mein Startschuss für die Migräne. Wir treffen Sophia Quantius in Hamburg. Jeden Tag muss sie mit einem Migräneanfall rechnen. Auch bei unserem Dreh sind wir auf einen Abbruch vorbereitet. Denn vor allem das grelle Licht könnte ein Auslöser sein. Es ist jetzt nicht so, dass wenn das Licht jetzt kurz an ist, dass ich dann sofort irgendwie den Trigger merke und sofort ausgenockt bin. Aber das sind alles auf jeden Fall schon starke Punkte, die mich beeinflussen können, weil ich halt einfach diese Reizüberflutung nicht wirklich gut verarbeiten kann. Ihren ersten Migräneanfall hat sie mit 11 Jahren. Als Kind versteht sie zuerst nicht, was mit ihr passiert. Doch ihre Krankheit prägt sie. Zwischen, ich würde mal sagen, 15 bis 18, 19 Jahren habe ich fast schon irgendwo den Kampf gegen die Migräne aufgegeben. Dann kommen da die ganzen gescheiterten Therapien, die du jahrelang machst und merkst einfach, nichts hilft dir. Keiner kann dir helfen. Sophia Quantius lebt mit ihrem Freund Malte zusammen. Ihre Attacken erlebt er regelmäßig mit. Bereits bei ihrem zweiten Date habe er sie vom Boden aufkratzen müssen, wie sie es nennt. Die Krankheit bestimmt unseren Alltag zu 100%. Anfangs war das richtig, richtig hart, vor allem die allererste Attacke. Die hat mich richtig umgehauen, vor allem, weil sie mir nicht Bescheid gesagt hat. Mittlerweile bin ich schon ein bisschen trainierter, oder? Ja. aber trotzdem ist das immer noch überfordert, weil das kommt halt, wie es will. Und mal sind ein paar Tage richtig gut und dann kommt das aus dem Off. Mindestens 4-mal im Monat sind ihre Attacken so heftig, dass sie sich später kaum daran erinnern kann. Sie bittet ihren Freund, ihre Anfälle zu dokumentieren. Beide sind auf Social Media bekannt, eigentlich für ihre lustigen Videos. Als sie Sophias Migräneanfall zeigen, melden sich viele Betroffene bei ihnen. 9,2 Millionen Menschen haben sich das Video auf TikTok inzwischen angeschaut. Sophia hatte mal wieder eine Migräneattacke mit Aura. Kannst du mich sehen? Es läuft eigentlich immer gleich ab. Am Anfang kann sie sich nicht mehr bewegen und beschreibt, dass sie eine Art Klackern hört. Und dann folgen so starke Kopfschmerzen, dass sie davon ohnmächtig wird. Meistens wacht sie dann nach ein paar Minuten wieder auf und muss richtig hart kotzen. Danach folgen dann meist Halluzinationen und Fieberträume. Ich hab nichts verbrochen. Du hast nichts verbrochen? Ja. Nach dem Kotzen ist dann meist die erste schlimme Phase vorbei. Danach hilft richtig viel Cola aufgrund des Koffeins, weil durch die Migräne die Blutgefäße im Gehirn stark erweitert werden. Und durchs Koffein werden die wieder verengt. Kann ich was für dich tun? Am Ende schläft sie ein und pennt ungefähr 8 Stunden durch. Licht aus? Ich weiß, dass ich als Migränepatientin niemals geheilt werden kann. Von den Gedanken habe ich mich schon lange verabschiedet. Ich möchte halt einfach nicht mehr aufgeben. Ich möchte halt selber bestimmen, wie ich lebe und nicht kontrolliert werden von einer Krankheit. Deshalb ist Sophia ihre Arbeit umso wichtiger. Die 23-Jährige arbeitet seit 8 Jahren als Model. Sie sagt der Migräne immer wieder den Kampf an. In Deutschland haben Migräne, also 20% der Bevölkerung. Migräne ist eine neurologische Krankheit, immer genetisch bedingt. Wir haben online nachgefragt. Seid ihr auch betroffen? Ich bin mittlerweile dauerhaft lichtempfindlich. Das spielt auch immer mit einher. Geräuschempfindlich, mir ist immer übel. Ab ins Bett, kühl, Akku, dunkel. Bitte keine Geräusche um mich herum und schlafen. Taubheitsgefühl hier, die Seite ist es bei mir immer, geht bis in den Arm rein und ich habe fast nichts mehr gesehen. Eine Aura habe ich teilweise auch, das ist dann so flackernd vor den Augen, wie als ob es brennt. Die Migräne beeinflusst einen eigentlich komplett, also das gesamte Leben.
gibt eigentlich nichts Schlimmeres als dieses Gefühl der Machtlosigkeit. Seit sie denken kann, leidet auch Nora Burre an Migräne. Schmerzen hat die 32-Jährige jeden Tag. Sie könne nur zwischen leichteren und schweren Tagen unterscheiden, sagt sie. Ihre Wohnung kann sie selten verlassen. Ich muss mich sehr häufig übergeben. Deswegen bin ich dann auch froh, zu Hause zu sein und muss mich dann halt sofort zurückziehen. Es ist so schlimm mit diesen Schmerzen. Ich nehme alles. Alles würde ich nehmen, damit es besser wird. In 12 Jahren hat Nora Burre 12 verschiedene Medikamente ausprobiert. Nichts half. Zurzeit nimmt sie täglich unter anderem Antidepressiva und Schmerzmittel zur Linderung. Vorgestern. Nora Burre besucht die Uniklinik Essen. Eine neue Spritze gegen Migräne ist auf dem Markt. Ein neuer Hoffnungsschimmer. Professor Dr. Holle Lee ist Leiterin des Kopfschmerzzentrums in Essen. Die größte Migräneanlaufstelle Deutschlands. Und hier wird die Spritze verabreicht. Die Spritze ist in vielen klinischen Studien schon getestet. Die ist in den USA schon auf dem Markt und in Deutschland jetzt auch seit einigen Wochen erhältlich. Die Daten, die wir haben, zeigen, dass die Spritze sehr wenige Nebenwirkungen macht. Es kann zu ein bisschen allergischen Reaktionen kommen. Das ist sicher das, was man im Blick behalten muss. Ansonsten wird die Spritze extrem gut vertragen. Die Ärztin hat die Spritze bislang erst 5 Patienten verabreicht. Nora Burre bekommt heute ihre erste Injektion. Ja, ich warte ja schon ziemlich lange auf die Antikörperspritze, auf die neue, weil auf dem amerikanischen Markt ist sie ja schon länger zugelassen. Und ich bin jetzt echt happy, dass sie endlich in Deutschland ist und dass ich als eine der Ersten es ausprobieren darf. Sie ist seit 10 Jahren Patientin bei Professor Dr. Holle Lee. Bei der Antikörperbehandlung werden 100 Milligramm Eptinezumab mit Wasser verdünnt und intravenös verabreicht. Man muss sagen, sie ist wirklich, ich hoffe, ich darf das sagen, einer meiner schwersten Fälle, ja. Weil wir wirklich alles ausprobiert haben. Alles. Aber sie ist auch eine von den Patienten, die sich nie hat hängen lassen, obwohl sie jeden Tag, also das muss ich auch mit Respekt einfach hier mal sagen, wirklich jeden Tag ja Beschwerden hat, stehen sie jeden Tag auf und leben trotzdem ihr Leben und machen trotzdem alles möglich, was trotz der Schmerzen geht. Nora Burre versuchte trotz großer Schmerzen immer positiv durchs Leben zu gehen, sagt sie. Verzichtet jahrelang auf nichts und hält an ihrem Job als Marketingmanagerin fest. Doch ihre Lebensqualität wird durch die Krankheit immer weiter eingeschränkt. Ich wollte immer die große Karriere machen, war auch auf einem sehr, sehr guten Weg bei den Top-DAX und internationalen Firmen tätig. Und es hat mir sehr viel Spaß auch gemacht und dadurch auch viel gegeben. Und ja, das hat sehr lange gedauert, bis ich das für mich akzeptiert habe. Es ist ja auch nicht ganz einfach als junger Mensch, wenn man nicht mehr arbeiten kann. Man hat ja auch finanzielle Sorgen. Auch das war ein langer Prozess, um da überhaupt Hilfe zu bekommen. Heute berät die 32-Jährige hin und wieder Betroffene als Migräne-Coach. Täglich einem Job nachzugehen, das wird für sie nie wieder möglich sein. Deshalb setzt sie immer wieder Hoffnung in neue Therapieformen. Wer Migräne bekommt, entscheiden die Gene. Man kommt mit einem Migränegehirn auf die Welt oder nicht. Bei einer Attacke entstehen Entzündungsreaktionen im Gehirn. Gefäße weiten sich. Die hervorgerufene Entzündung ist für den Schmerz verantwortlich. Im Hirnstamm werden bestimmte Bereiche aktiviert. Das führt dazu, dass an den Hirnhäuten ein Botenstoff ausgeschüttet wird. Das ist das sogenannte Calcitonin Gene Related Peptide, das CGRP. Und diese Spritze ist ein Antikörper, der das CGRP bindet, also auch die direkte Schmerzattacke unterbindet. Bei vielen Patienten wirkt diese Spritze eben auch schon nach der ersten Injektion. Wir wissen sehr gut, dass sie bei chronischer und auch bei episodischer Migräne sehr gut hilft. Und wir wissen auch, dass sie bei Patienten hilft, die vielleicht auf vorherige Migräneprophylaktika nicht so gut angesprochen haben. Die Spritze gibt es alle 3 Monate. Merkt man nach 12 Wochen keine Linderung, wird die Therapie bereits nach der ersten Behandlung abgebrochen. Was zuletzt tatsächlich stirbt, ist ja die Hoffnung. Ich erwarte keine Heilung, das ist mir klar. Aber eine Linderung der Schmerzen wäre schon toll.